Herzlich willkommen zurück. Mittlerweile zur 5. Episode DayZ. Oh mein Gott, sind da viele Zombies auf der Wiese. Beziehungsweise die drei jetzt, die ich gerade sehe, die gerade nicht waren. Wir machen uns jetzt auf den Weg nach Tulga. Wir haben jetzt hier ein bisschen noch looten können. Ja, wir brechen jetzt mal auf. Ich wechsle jetzt eben wieder das Bild. Und dann geht's los. Oh, es ist Sonne. Warum kann ich das sehen? So, das Bild hat gewechselt, die Karte ist auf. Dann können wir jetzt los. Okay. Gehst du zuerst runter? Ich hab schon wieder einen Waffenbug. Ja, das ist nach Wetterklang, glaube ich. Hier? Okay. Jetzt kommen alle die Lichtungen langlaufen. Gleichen wir uns mal hier lang. Ja. Ja, wenn wir genau nach Norden laufen, dann sehen wir irgendein Wasserteil. Bist du jetzt sicher, dass wir da lang rennen sollten? Oder willst du jetzt gerade die Lichtung runterrennen, die jetzt kommt? Jetzt kommt ja dieser Lichtungsstreifen. Naja, ich will bis zur Straße kommen. Gut, also willst du dem Lichtungsstreifen folgen, weil jetzt kommt ja da der Fluss und dahinter ist ja die Straße, der See und dahinter kommt ja die Straße. Vorne rein in die Stadt. Also eiskalt den einzigen richtigen Eingang nehmen. Nee, ich würde sagen, wir kommen lieber über den Berg rein dann. Ja, aber hier direkt, also frontal aufs T zu. Ja, genau. Wasser nehme ich aber eben mit, wenn ich schon hier bin. Ja, ich hab eine Pepsi gefunden vorhin, aber ich kann es trotzdem mal trinken. Mein Mauszeiger backt ein bisschen rum, ich habe so einen komischen. Also so einen, keine Ahnung, was das sein soll. Das habe ich aber auch nur in dem Spiel. Ah. Weil es nicht schlimm. Kann gerade nicht trinken, kann ich essen? Kann essen, ja, langsam brauche ich wieder was. Oh. Oder ich hänge fest, gerade eine Animation. Ich warte. Ah. Ja, das ist das hier. Ah. Er hat noch gerade einen Leck gehabt. Ich lasse mal wieder ein, zwei Zombies jagen. Ich hoffe, ich kriege ein Tool, was zu knabbern. Ja, super. Warte, ich muss gerade mal Wasserflaschen loswerden. Was mehrere jetzt? Ja. Die kommen nach und nach. Ich hoffe nur, dass mein Essen nicht verschwunden ist dadurch jetzt. Ach, komm on, ich verhungere ja gleich. Oh. Wie oft hast du ihn gedrückt? 5 Mal also habe ich drauf gedrückt. Aber es spawnt immer noch mehr davon. Also die ersten Animationen habe ich auch gehört. Ich bin jetzt ein bisschen auf der Straße und dann rechts, also siehst du mich gleich. Hier, sonst ist mein Essen weg. Ich habe nicht mehr so viel. Ich warte ja, ich habe auch nicht mehr so viel. Also ich habe gar nichts mehr zu essen, ne? Und so. Hast du gerade was gefunden gehabt? Ja, das muss ich aber da schon essen. Ja toll, das Essen ist verschwunden. Okay, dann müssen wir uns jetzt gleich was holen. Ah, ich hasse, warum leckt das denn jetzt so? Passiert hier manchmal. Jake is losing connection, was ist los? Einfach nie öfter drücken. Wir finden jetzt eh was, Tulga muss was zu essen haben. Ich kann ja nichts essen, an die Animation festhängt. Ja, dann lass einfach erstmal ein bisschen laden, also bevor du irgendwas machst. Gib ihm einfach kurz einen Moment. Gib ihm kurz einen Moment, dass er noch 5 Standarddosen spawnen kann. Ist doch gut, wenn 5 Dosen kommen. Hast du mehr Dosen gefunden? Ich kriege eine Wasserflaschen und nein, ich kriege keinen extra mehr. Er füllt sie ja nicht mal. Geh doch mal aus. Ich werde da. Ja, Steffi eben. Sicher die Stelle.
Ich hab mein Essen verschwunden. Wie gesagt, wir finden jetzt ja eh was. Sonst schießen wir ein paar. Mücken! Tulga so weit hinter so einem Berg? Ich höre ja manchmal so ein Pferdegeräusch, aber Pferde gibt's ja auch nicht, oder? Noch nicht, glaube ich. Da oben müsste man ja gleich hoffentlich was sehen können. Welches Haus ist denn das da hinten? Hier kein Haus. Rechts. Was sehen wir denn da? Also wenn die Straße... Ich bin jetzt gerade durch die Straße, bin ich jetzt ein ganz klein bisschen verwirrt, was man da hinten sehen. Ah, das ist an Trüger vorbei. Ah, schön, ja. Hab alles im Blick. Okay, also da heißen mehrere Hopper. Einer hier sind auf jeden Fall... Ich sehe jetzt auf Anhieb schon mal sechs. Ich denke, wegen den Autos hier. Mal gucken. Ja. Da steht ein Truck. Der ganz? Ne, der ist tot. Oh, doch. Im Auto müsste ein Quad stehen. Ach, in dem Auto. In der Stadt selbst müsste ein Quad stehen. Ich weiß nicht, der Truck sieht ja ziemlich ganz aus. Ne, der Truck hat Rost. Ah, okay, von meiner Person sah er ganz aus. Ein Quad ist leider sehr leicht zu reparieren, also es wird schon weggefahren sein. Mal schauen, dass wir das Dorf so ein bisschen clearen können. Hier ist ja kein Spawn und nix. Aber hier können wir nämlich was zu essen abgrasen. Würde ich von hier oben schießen. Und wo? Und da oben? Dass wir nur von einer Seite Zombies kriegen können. Wo bist du? Lass mich ja laufen, wo bist du? Jetzt oben an dem Baumsturm, ah da. So, jetzt hier links den einen. Und von rechts werden halt wahrscheinlich auch welche kommen. Ich... Baum. Wenn wir von links aus der Lichtung ausgehen, von also komm mal mit, so dass wir wirklich nur eine Seite eingrenzen. Ah. Von hier schießen können sie nur von vorne kommen. Aber dann haben wir keinen Hang, vor dem sie... Sonst kommen da Wolken verschwunden. Ah, hier ist doof, ich sehe es erst, wenn sie kommen. Dann von der anderen Seite.
Nein, ich komme von der Seite von in die Stadt rein. Da. Ach, ist ein Vogelscheuch. Ich hab ihn auch gerade gesehen. Oh, von links kommt einer. Oh Gott, von links kommen viele. Dann holen wir die erstmal weg. Dann links hoch noch ein bisschen. Ja. Nein, nochmal Häuser. Oh. Das sind die eingezeichneten auf der Karte, da ist sogar ein Loot drin. Okay, ich schieße jetzt mal ab, aber nicht die Pistole dafür, weil er einzeln ist. Den hier vor jetzt, ja? Ja. Er fangt zu sehr. Verfehlt. Ich treffe ihn nicht mal. Ah! Da kommen jetzt 4, 5, 6. Ich halt drauf. Sicht. Nerven mit ihrem nicht da sagen, wo sie sind. Alter! Ach, verbinden. Ich wollte sie anschleuen, ne? Zombie-Killer der Woche, würde ich sagen. Geht weiter. Wenn ich da dann, wo ich hinschießen würde. Ich glaube, der AKM ist zu laut. Keine Muni mehr. Alter, der weicht aus. Wir müssen weg hier. Oder? War das jetzt der letzte? Der kommt noch. Ein Hopper kommt noch. Müssen jetzt gewesen sein. Ob es gelohnt hat. Ah, der hat schon mal was. Ja, hier sind Boden bei mir. Gut. Alles looten. Der hier hat Magazin für mich. Heatpack. Nur die Bohnen, ich hab vorhin. Also die Bohnen sind hier noch irgendwo drin, sagst du? Hinten der, wo du. Oh, wir haben so viele erschossen. Ja. Hier sind die Beans. Ihr seht das ja mit dem Mauszeiger. Schwer so. Ah, da kommt schon wieder ein Hopper angehoppelt. Aber er zieht uns nicht. Einfach im Wald rein. Ich wollte den hier looten. Auf der Wiese hast du jetzt alle nachgecheckt? Naja, ist erstmal eins. Die ein bisschen weiter unten waren? Ich würde nicht weiter runtergelaufen, weil er im Sprung hüppelt. Zwei Hopper, zwei alte. Einer noch. Der andere kommt auch auf mich zu. Mach ich klar. Bam. Ja. Alter Mann 1 hatte nix, Alter Mann 2 hat auch nix. Die habe ich nicht rübergeholt, glaube ich. Take Water Bottle. Ja, der hat eine leere Wasserflasche dabei gehabt. Dann habe ich doch noch einen gesehen. In der Tanne drin. Ja. Oh ja. Boah, ist der laut, der Revolver, ey. Hallo, wie geil ich ihn weggeballert habe. Fang voll in die Fresse. Was hat er dabei? Nimm mit, ich hab ja jetzt was. Okay. Ich werde meinen jetzt essen, aber es reicht wieder für bis zum nächsten Episode. Ich hab mein Backup-Food. Ich hätte immer lieber eins extra dabei, falls irgendwie vorhin sowas passiert, so ein Schrott. Also, wir haben richtig geklärt. Und lass mal gucken hier. Nehme ich sie mit. Kann ich dir ja geben, wenn du sie brauchst. Wir haben ja einige gesnackt. Ah.
man das so sagen kann. Ich habe das mal gehört, das machen andere Leute, die so Überleben in Geschichten erzählt haben. Ja. Ich bin ja eher für mein Haufen geballert, so. Da hinten auf dem Blut steht wieder ein Zombie drauf, da ist ein Hühnchen, da ist eine Vogelscheuche. Sind ja noch voll viele. Naja, weil die AKM wird zu laut ist und neue Zombies spawnen. Die alle jetzt. Und meine andere hat keine Muni mehr. War ja ein kleines Massaker. Nichts drin. Hör mal stöhnen. Hier kann man auch rein. Als nächste, auf der anderen Seite. Die Stadt ist noch relativ voll. Ich komme mal wieder raus. Ja. Und hier ist eh nichts wirklich zu holen. Die Autos sind beide nicht da. Beziehungsweise das eine müssen wir noch checken. Ja. Mann, da raus aus der Scheißstadt. Da sind noch ein paar drinne. Ja, warte, hier ist noch kurz eine Bandage. Ich brauche mal wieder eine. Aber beeil dich. Die haben auf jeden Fall was gerochen. Ob ich halt hier rüber kann. Da kommt auch einer langsam hier hin. Mittellang, ne? Da gibt es ja auf jeden Fall Mühe. Wenig angucken. Scheiß Vogelscheuche, ey. Müssen da hinten rechts um die Ecke noch gucken. Ja. Danach checken wir diese drei Häuser da. Wenn ich mal ein Streichholz finden würde, auf der Straße kommt ein Zombie von Sehen, zugerannt. ja. Mir legt sich keiner an, ey. Ich hab die richtig geil weggeschossen gerade. Jetzt hast du auch wie viel Headshots? 61 Kills, 33 Headshots. Boah, ich hab nur 32, 17, ne. Ja, mein Problem ist, ich sehe die anscheinend nicht da, wo sie sind. Doch, das ging bei mir recht gut. Da musst du wirklich mal irgendwie gucken. Vielleicht ein paar Ports oder sonstiges. Reden wir später drüber nach der Aufnahme. Weil ich hatte jetzt nur bei einem das Problem. Der stand da und hat geschlagen, aber er hat auch keinen Damage an mir gemacht. Den konnte ich danach da locker wegkillen, wo er war. Ist das? Da steht schon wieder einer rum, Mann. Ist jetzt keine Dreier drauf, ne? Sieht schlecht aus. Das ist nicht die Straße mit den Autos, ne? Ach so. Auto ist, wenn wir auf die Straße gehen, dann rechts runter gucken. Warum ist es so laut hier? Ich dachte immer, die hören nicht. Ich suche dich jetzt gerade nur. Ich bin an dem grünen Häuschen. Bist du über den Zaun drüber geklettert? Ich bin schon viel weiter. Oh, echt? Ein grünes Häuschen bin ich. Kann man da rein? Hier kann man nirgendwo rein. Vielleicht in den Vorraum da, da bin ich nicht reingegangen, sind viele Zombies. Ich habe viel zu viele Zombies da. Nicht? Seh dich, ja. Also ich habe dich gerade gesehen. Und nirgendwo rein. Den will ich nicht abschießen. Auch in das Haus hier wird man rein können, weil da ein Zombie drin ist. Das ist das eine Haus, wo man halt immer rein kann. Das, was einen kleinen Vorraum hat und links noch eine Tür. Achso, aber die Fenster nicht sichtbar sind. So, auf der anderen Seite der Eingang. Und da ist auf jeden Fall einer drin. Man hat gerade seinen Arm irgendwie durch die Wand gesehen. Aha. Das sind viele kaputte Autos. Wie gesagt, das kannst du von hier nicht sehen. Wir sind hier auf der Landstraße. Das Auto steht ja da drunter auf der echten. Oh Gott, da vorne ist ja einer. So, auf jeden Fall die Straße kreuzen, wenn wir weiter wollen. Ja, rechts in der Hütte ist auf jeden Fall ein Zombie drin. Ja, und ich würde nicht schießen, links sind einige. Ja, dann kommen wir nicht da lang. Warte, wenn der weitergeht, können wir aber vorbei. Da ist die Kurve. Ja. Ja.
Ist ja auch Hätten nicht sehen da. müssen, das muss da vor uns, also müsste vor uns sein. Ist da sogar was? Ja, nix. Nee. Auf der Sumpf jetzt doch ganz schön viele Zombies hier. Mich dafür, dass wir kurz unser Camp aufschlagen. Vielleicht uns kurz ausruhen, also eine kleine Pause machen, wäre ganz nett. Und danach weitergehen. Wo geht's dann eigentlich jetzt hin? Was ist unser nächstes Ziel? Nach. Ishowo. Ach ja, stimmt. Kamishu, genau. Danach wird sowieso ein größerer Part wahrscheinlich kommen. Deswegen lasst mal gucken, dass wir da in der Ecke irgendwie auf dem Berg da oben. Da wo die Felsen sind. Siehst du die drei Felsen da oben? Ist ja in die falsche Richtung, Hey, du aber. guckst in. Ja, aber da oben können wir. Ja, genau in die falsche Richtung. Sagen wir zu 80%. Zombie links. Guck noch mal einen Blick auf die Straße. Vielleicht ist das Auto ein bisschen weiter gerollt und hatte keine Reifen oder so, weißt du? Also an einer versucht zu fahren. War auch nix. Ist auf jeden Fall weg. Oder nie gespawnt, weil er sowas ausgeschalten hat. Hier sterben aber ganz schön viele Leute. Ja, ich glaube, die beschießen sich die ganze Zeit am Flughafen. Na, warte, bis wir auftauchen. Ne? Ist doch eine gute Ausgangsposition, um nach Kami reinzugehen. Gleich schön die Straße runter. Vorsichtig, aber können wir da wirklich was holen? Weil die Stadt hat viele Häuser, wahrscheinlich sogar viele Zombies und bestimmt nicht so viele Zufluchtsorte. Ja, zumindest einen Schießstand auf dem K soll man mitnehmen. Ja, da schon, das wird erstmal das Ziel sein. Ja gut, dann würde ich sagen, dass wir uns hier an dem Felsen direkt. Alles klar, Leute. Dann, das war die. Nee, auch, ich weiß gar nicht, wie viel der Episode das jetzt war. Auf jeden Fall, ich glaube, die sechste. Auf jeden Fall geht es heute noch weiter. Wir werden noch nach Kami reingehen und danach Elektro besuchen. Und vielleicht ist bis dahin auch schon ein bisschen dunkler. Also, macht's gut, Leute.